Hallo und herzlich willkommen zu neuen Infos zu Horse Club Adventures. Und heute gucken wir uns mal das, was viele Leute wahrscheinlich auch interessieren wird, nämlich die Rennstrecken an. Mit mir dabei ist meine Rennbeauftragte, nämlich hier die Ali. Hallo, schon mal das sind jedes Mal neue Begriffe für mich. Ja, wollte ich auch gerade sagen, schon mal aufgefallen, dass du jedes Mal einen neuen Job hast. Und wir gucken uns mal hier die Rennen an. So. Oh. Was mir hier direkt bei den Rennen gefällt, ist, dass es sehr ordentlich ausschaut. Wenn man überlegt, so die Star Stable-Strecken, die sind immer mega zugemüllt. Da muss man immer über Wurzeln und über alles Mögliche springen. Guck mal, die Sprünge sehen voll toll aus, oder? Die sehen 1:1 so aus wie die richtigen Schleichsprünge. Guck mal, hey, die gibt's auch wirklich. Ja, geil. Guck mal, das Pferd, finde ich, sieht aber auch ganz cool aus von der Art her. Und hat sogar einen geflochtenen Schweif. Ja, und der rotiert nicht im Hintern rum. So, das triggert mich teilweise so stark bei SSO, der im Hintern rotierende Schweif. Und wir haben ja auch noch, und natürlich uns auch noch mal hier den Trailer angeguckt. Oder besser gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Denn auch da sieht man nämlich so ein bisschen noch mehr über die Sprünge. Sieht man nämlich hier auch nochmal so ein bisschen so diese Strecken. Wir haben einmal diese wirklich große Strecke, wo die ganzen Sprünge drin sind. Dann den Sprungplatz haben wir dann eben auch nochmal. Das sind so die ersten. Es sollen aber wahnsinnig viele Sachen von diesen Sprüngen eben reinkommen. Auch jetzt dann nicht nur die beiden Sachen. Hier sieht das natürlich erstmal so die ersten Sachen, die dann davon drin sind. Und ich bin da definitiv gespannt, auch in welche Richtung das Ganze geht von den Sprüngen her. Man hat auch eine ganze Menge Sachen eben in der Open World, die wir uns ja auch schon in den letzten Malen immer angeguckt haben. Und es erinnert halt an ganz vielen Stellen extrem an SSO, aber auch gerade die Gegend hier. Das hier hatten wir auch schon vorhin in dem kleinen Trailer nochmal mitgesehen. Also dieser erste Trailer verbindet ziemlich viele von den Sachen zusammen. Das ist quasi auch nochmal so ein Stück von dem Trailer. Hier seht ihr auch, dass hier auch noch eine ganz andere Strecke ist, als die wir am Anfang gesehen haben, weil die jetzt nämlich um diesen See hier rumgeht. Und ich muss sagen, mir gefallen die Sprünge. Ich find die echt schön gemacht. Ja, die sehen schick aus. Und vor allem wirken sie sehr hochauflösend. Das habe ich teilweise, ist es mir bei SSO manchmal aufgefallen, dass da die Texturen so ein bisschen schwammig sind. Die hier wirken, guck mal, wie scharf die wirken. Da wirkt eher die ganze Gegend nicht so scharf, wenn man das mal anguckt. Siehst du das hier? Dann wirken die Sprünge richtig scharf, während die Gegend teilweise sehr schwammig wirkt. Also die Sprünge sehen super scharf aus. Gab es bei Schleich eigentlich immer nur einen Sprung oder nur ein so ein Hindernis? Nein, da gab es auch ganz verschiedene, aber es gab halt auch genau den. Das finde ich auf jeden Fall nice. Also ich habe halt nie solche Schleichsachen im Bereich Reitsport gehabt. aber finde es natürlich immer geil, wenn man da so ein bisschen so diese Nostalgie hat, gerade wenn man das selber teilweise zu Hause hatte mit den Schleichsachen. Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Kommt da bei euch auch so ein bisschen diese Nostalgie eben hoch? Wir gucken da nochmal genau in das Rennen. Das ist jetzt heute dann alles ein bisschen eine kürzere Runde. Aber ich finde es immer besser, wenn man das Ganze so ein bisschen unterteilt sich anguckt, eben mit den Sprüngen und allem. Ich muss sagen, das hier gefällt mir richtig gut. Gerade wenn man da noch auf der Tribüne vielleicht sitzen könnte. Stellt euch mal vor, auch eben wenn es ein Online-MMO wird, kann man dann außen ein bisschen hocken und dazu gucken. Das hat mich teilweise auch bei SSO ein bisschen gestört, dass man da eben nicht so gescheit, dass man immer nur eine Person so pro Bank war. Also ich mochte dieses so ein bisschen, hey, wir sind so Publikum, gucken dazu. Das kommt hier ein bisschen besser rüber, finde ich. Gerade wenn das hier wirklich so wäre, dass man da noch außen stehen könnte, dann und zugucken könnte als MMO. Also ich finde gerade ein Open-World-Spiel, das ist ja hier Open-World, ist für ein MMO sehr gut geeignet. Also ich würde es wirklich feiern, wenn das hier ein MMO wird. Und hoffe mal, dass es vielleicht sogar sich so gut verkauft, dass es das wird, aber ich befürchte es fast eher nicht. Aber eure Meinung zu den ersten Rennen, zu den ersten Sprüngen, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr es? Gerne in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal.